Das ist nicht die Waffe, die ich vorher hatte. Hätte mal bitte. Man kann hier kaum was treffen, weil alles wackelt. Was ist denn die Möglichkeit? Oh fuck! Hey, das ist zu blöd, das Ding kaputt zu schießen, das vorher ihm liegt. Schloss geöffnet! Erledigt sie, bevor wir reingehen. Ich gehe jetzt einfach rein. Ciao. Alter. Wie Martin, alle gingen wegen dir. Du hast sie alle verscheucht. Kann ich hier jetzt nochmal Munition aufstocken? Ja. So. Munition ist wichtig. Sie denken, das waren alle? Wäre zu schön, um wahr zu sein. Warten wir es besser nicht ab. Zick, Pistole. Heißt sogar mehr Schuss? Das ist verrückt. Oh. Sicher. Alles sicher. Captain Reyes, sehen Sie mal, das könnten unsere Zivilisten sein. Ja, das sind sie. Und wo sind sie? Na... Landegebiet über den Minen. Du hattest recht, Captain. Salt, zurück zu Raven 1 und für Evakuierung bereit machen. Okay. Ich erstatte der Red einen Lagebericht. Gut. Hergehört. Wir schaffen diese Leute hier raus. Geh ruhig alleine. Genau. Gehen wir. Starfart, check. Ja, ich glaube, mehr weihnachtliches Zielwasser trinken würde mir helfen, glaube ich. Oh, ja, also ich mach die Tür auf, werd von meinen eigenen Teammates geblockt. Cool, jetzt kann ich die Munition noch schneller verballern, wenn ich eine Double Pistol hab. Mit je 35 Schuss drin, ne? Ja, das ist mir doch zu ruhig. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock weiter vorzulaufen. Feindliche Maschine gesichtet. Feindliche Maschine gesichtet. Elf Uhr! Jawohl, geht ab. C6! Auf dem Steg! 12 Uhr! Was? Warum steht er neben mir? Wie kann er denn bitte neben mir stehen? Ist er tot? Ja. Voll geil, die Drohne. Wo denn? Oh, direkt vor mir. Hier ist er! Ich wollte sagen, hier ist er. Danke für den Follow, Kevin G. Ich grüße dich, einen schönen guten Abend. Und schön zu sehen, dass die Twitch, die YouTube-Alerts funktionieren.
wenn YouTube schnell genug ist. Grüß dich, Micha. Schönen guten Abend. Also, au, au, au. Das hätte mich nicht so ablenken lassen. Und wo kam das jetzt? Drohne. Aha. Sobald wir den Zivilisten finden, meldet der Captain, dass Strat kommt. Das finde ich nett von dir, dass du nochmal vorbeischaust, Micha, bevor du in die heiligen Hallen des Bettes verschwindest. Wir müssen rüberspringen. Schau nicht runter, Kashima. Oh Mann, musste das jetzt sein? Fast da. Fever, Raider, sind auf Position. Wie ist der Status? Auf und davon. Kontakt mit Retribution gescheitert. Solareruptionen stören das Netz. Wir haben noch nicht bemerkt, dass wir hier sind. Feuerdisziplin wahren. Wir wollen keine Unfälle. Formieren. Klar, ist alles fit im Schritt, Micha. Bei dir auch? Immer fit im Schritt. Brauche Hilfe, Sir. Das ist das Letzte, was leidet. Ich bin Commander Nick Reyes. Wir werden Sie retten. Oh, Gott sei Dank. Bringen Sie uns hier raus? Ein Transporter wartet für die Evakuierung. Ma'am, was ist hier passiert? Die Kameras haben das erfasst. Ein SS-Schiff kam wie aus dem Nichts, hat das Feuer eröffnet und den Asteroiden aus der Bahn geworfen. Die Olympus war hier, Captain. Unsere Mechs haben uns angegriffen. Das war kein Unfall. Die SDF muss die Programmierung gehackt haben. Gab es noch weitere Überlebende? Wir waren noch mehr, aber die anderen sind weg. Dann gibt es nur noch Sie. Der Landeplatz ist da draußen, geschützt von einem Hitzeschild. Das Material hier ist hochexplosiv. Verstanden. Also los. Gut, dass ihr euch hier versteckt. Wenn wir den Platz freimachen, kommen die Bots hier rein. Wollen sie hier weg oder nicht? Holen sie ihre Leute. Wir werden zum Transporter rennen müssen. Ich bring sie zum Schalter, Captain. Aber mehr nicht. Fever! Raider richtet eine Landezone für die Zivilisten ein. Achtung, es wird heiß. Verstanden, ich bin heiß. In Position. Okay. Dieser Hebel öffnet die Rolle. Hoffentlich wissen sie, was sie tun. Ja, einfach mal off hier, das Ding. Micha, sag ich schon, Martin, ich kann doch nicht beim Morgen Let's Play für jetzt gerade eine Runde Wurst trinken. Fieber, nutze den Schatten. Das ist Mord. Marines, schützt eure Leute. Feuern sobald bereit. Wehrt sie ab. Ach du. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Auf meine Drohne. Halt. Nee. Was habe ich getan? Ich habe irgendwas gedrückt. Hilfe. Hilfe. Ach, ich hack. Warum hack ich das? Ach so, ich habe gar keine mehr. Aha. Alles klar. Geht mir auch von der Pelle hier. Der lange Arm des Gesetzes hier. Ich hoffe, alle Zivilisten sind gerade umgekommen. In dem wilden Durcheinander, was hier gerade herrscht. Können wir nicht bleiben? Wer hätte das gedacht? Ich lebe noch, Das gehört dazu. Bewegt euch! Zu den Transportern! Los! Er springt hoch! Hab sie, Captain! Hier! Geben Sie Deckung! Wieso muss ich immer Deckung geben? Da stirbt der erste Zivilist. Scheiße! Bin getroffen! Los! Los! Ich sehe nicht mal, worauf ich schieße. Das Schiff wird heiß! Der Asteroid ist instabil! Wir müssen hier weg! Ich gehe zu Ihnen! Nein, keine Zeit! Nice! Moment! Wir warten noch auf Oma! Wir müssen los, Sir Sergeant! Ich schaffe es nicht! Lass sie mich hier! Das mach ich nicht! Erste Mission, weg hier! Nein, stopp! Sota, stopp! Das ist ein Befehl! Nein. Wir haben sie zurückgelassen. Wir sind so schlechte Menschen. Sergeant! 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 Halt dich schon an! Los, umdrehen! Zurück! Sergeant! Er ist doch da unten,
Sword! Sofort umdrehen! Er ist tot, Sir. Wir haben ihn zurückgelassen. Sie konnten nichts tun, Captain. Du hattest einen direkten Befehl. Ich bin die Pilotin des Schiffs. Es ist meine Pflicht, uns heil zurückzubringen. Wir heben auf meinen Befehl hinab. Wir hätten erst gar nicht da unten sein sollen. Das entscheide ich. Die Mission geht vor. Omars Worte, nicht meine. Ich bring meine Leute heim, Sword. Wir beide. Captain, er ging freiwillig. Er musste nicht, Corporal. Zwei Sekunden, Sword. Er hätte nur zwei Sekunden gebraucht. Die zwei Sekunden habe ich zum Abheben gebraucht. Und wenn nichts gewesen wäre. Was soll das heißen? Hättest du mich auch da gelassen? Mimimi. Ich weiß nicht. Doch, tust du. Mein Gott, ey. Zögern heißt ein Loch im Schädel, Reyes. Wir beide wissen das. Es ging einfach nur so. Es geht immer auch anders. Nicht immer. Seit wann? Seit du der Captain bist. Legen Sie los, Gator. Uns liegt ein Notfallbericht vor, Captain. Wann sind Sie da? Wir kommen jetzt rein. Sie werden sofort auf der Brücke gebraucht. Roger, wir haben Zivilisten an Bord. Verstanden. Bereiten hier alles vor. Ende. Dieser Tag ist noch nicht zu Ende. Wir sollten den Feind bekämpfen. Und nicht uns gegenseitig. True Story. Grünes Licht für alles, was nötig ist. Tut mir leid mit Omar Reyes. Mir auch, Sword. Ja, zur Kampagne. Also ich finde die Call of Duty-Kampagnen eigentlich immer schon ziemlich nice. Last of Us kann ich ja leider nicht spielen, weil es eine PS-Version only ist und ich keine Konsole habe. Hätte es aber auch gerne mal angezockt, aber es gibt leider keine PC-Variante, so wie ich das mitgekriegt habe. Oder es hat sich irgendwas geändert und ich habe es nicht gerafft. Lieutenant Sorter? Ich glaube, Michael ist schon weg. Ich wünsche trotzdem im Nachhinein noch einen schönen Abend. Wir übernehmen das, Sir. Kommen Sie später auf die Brücke, Corporal. Ja, Sir. Captain, hier entlang bitte. Und ja, die Story ist jetzt ziemlich nice. Ein Notsignal von Farron. Sollte auf ihrem Hut sein. Werden angegriffen. Von der Olympus-Mod. Tigris wird angegriffen. Haben wir Kontakt zu Farron? Sonneneruptionen stören uns. Aether versucht, ihre Position zu bestimmen. Fallout 4 hat auch eine ziemlich nice Story. Also die gab es Probleme mit der Aufklärung, ist auf jeden Fall ziemlich langwierig. Wir haben da draußen Leben gerettet, Ethan. Aber es gab ein paar Probleme. Was für Probleme, Ma'am? Star Sergeant Omar hat's nicht geschafft, Ethan. Tut mir leid, das zu hören, Sir. Gator, ich hab den Captain. Wir kommen jetzt rein. Far Cry 4 ist so ähnlich wie Far Cry 3, fand ich. Also mit den Punkte einnehmen und sowas. Klar, die Story war schon ziemlich cool, aber an sich das gesamte Spiel hat halt die gleichen Elemente gehabt. Gut, in Call of Duty ist es ja auch nie anders. Die meisten Spiele ähneln sich ja. Brückefahrregeln. Aye, Sir. Signal der Tigris lokalisiert. Sprung zu der Position vorbereiten. Springen, wenn bereit. Aye, Sir. Lieutenant Salter, Jackals in Alarmbereitschaft. Ravens für Überlebende bereithalten. Reyes, ich rechne nicht. Salt, tu's einfach. Yes. Halt einfach die Klappe, Salt. Captain, der Com-Offizier sagt, Sie haben eine Prioritätsnachricht vom Admiral in Ihrem Büro. Oh, dann gehen wir gleich mal gucken, wa? Doch nichts Besseres als langweiliges Briefing. So. Alle Mann, Alarmstufe 2. Das ist ein geheimer Bericht über den Kriegsgefangenen aus Genf. Identifizieren Sie sich. Commander Nick Reyes. 3, 2, 1. Wir glauben, Rias Mission war, sich zusammen mit Artis zu zerstören. Sein implantierter Transponder wäre zerstört worden und das fehlende Signal hätte die Feindflotte angreifen lassen. Stratcom kann nur vermuten, dass eine Invasion folgen sollte. Wir müssen darauf reagieren, Captain. Machen Sie es zu Ihrer Sache. Rain Sender. Captain, das Schiff ist in Position. Wir sollten Sie da rausbringen. Xenoblade Chronicles X sagt mir vom Namen jetzt so gar nichts. Aber kann sich ja nochmal ändern, muss ich mal nachgucken dann. Captain Farron.
Saul, bring sofort dein Bergungsteam da raus. Da draußen ist niemand, Reyes. Gator, Info ans Flugdeck. Ich gehe selber raus. Ich begleite Sie, Sir. Captain, es gibt absolut keine Lebenszeichen. Ein Totalverlust, Sir. Eine Signalboje. Sie ist nah. Ich hab sie. Durchstellen. Ja, Sir. Hier spricht Admiral Salen Koch von der Olympus Mons. Das unser Schiff Tigris liegt in Trümmern. Es gibt keine Ruhe für die Gegner der Front. Da ist er wieder, John Schnee. Ich spreche nun zur Retribution. Wir werden sie innerhalb und außerhalb ihrer verblassenden Welt bekämpfen. Ihre Städte werden sich ergeben, zerbrochen und schwach. Wir werden nicht scheitern. Mars in Eternum. Das war eine Falle auf Vesta. Die Tigris oder die Red mussten reagieren. Es war ein Hinterhalt. Corporal Brooks hat recht, Captain. Brooks ist kein Corporal mehr. Sie sind jetzt Sergeant. Sie sind der Kommandant der Marines auf diesem Schiff. Eine Ehre, Sir. Kontaktieren wir Admiral Rains jetzt, Commander? Nein. Staff Sergeant Omar sagte, man muss die Mission wählen, nicht umgekehrt. Und genau das machen wir. Also los. Ethan, aufzeichnen. Roger. Stratcom schickt uns vor. Uns erwischt es. Dieses Mal die Tigris, nächstes Mal die Red. Respekt vor dem Admiral, aber wir machen die Arbeit. Hissen wir die schwarze Flagge und knöpfen sie uns vor. Recht so, Captain. Die SDF schützt alle möglichen Ziele. Da draußen. Wir werden das Blatt wenden. Wir legen zu Hause selbst einen Hinterhalt. Die Erde, Sir? Wir locken die Olympus nach Genf und schalten sie aus. Das ist mal ein Plan. Darf ich fragen, wie, Captain? Wir haben einen SDF-Transponder. Er wurde dem Agenten implantiert, der Artis in Genf ausgeschaltet hat. Es war eine Selbstmordmission. Er hätte beim Tod des Agenten aufgehört zu senden. Wir hätten unsere Geschütze verloren und Sie Ihr Transponder-Signal. Und das führt zum Angriffsbefehl. Die Flotte würde sofort angreifen. Einwendung. Die Geschütze sind aber noch da, Sir. Das muss die SDF ja nicht wissen. Wir werden Sie überraschen. Artis greift die Flotte an. Eine Täuschung. Wir richten an und Sie kommen zum Essen. Und die Retribution? Die nehmen wir aus dem Spiel. Hat genug gelitten. Lichtschlucht, weit außerhalb der Atmosphäre. Die Reaktionszeit aus der Entfernung wäre erheblich. Wir könnten nicht helfen. Ein Sprung in die Atmosphäre wäre katastrophal. Allein die Druckwelle wäre vernichtend. Hoffentlich kommt's nicht dazu. Ethan, Taktik auf die Karte, Bericht vorbereiten und direkt an Stratcom schicken. Ja, Sir. Das könnte das Blatt im Krieg wenden, Captain. Ich zähle darauf, Brooks. Bereiten Sie Ihre Leute für den Einsatz vor. Yes, Sir. Mac, sorgen Sie für genug Energie. Captain, ich will dieses Schiff, Reyes. Holen wir es uns, Salt. Bereit, Captain. Ich erwarte Ihren Befehl. So. War doch mal wieder ein nice Story-Element. Grüß dich, Sie, Benny. Wie schon MK sagt, ich streame mit OBS. Ganz normal über den PC, also falls du die Plattform meintest, aber steht da auch im Gameplay. Operation. Open Broadcaster Software ist es. Das ist unsere letzte Chance, die Karte aufzuräumen, Sir. Wenn nicht, setzen wir einen Kurs nach Hause. Gute Entscheidung. So, räumen wir hier nochmal rundherum auf oder gehen wir gleich auf die Erde? Wann streame ich wieder? Ich glaube nicht. Ich weiß, dass ich morgen Abend wieder streame. Da wird es, das kann ich ja schon mal sagen, Miscreated Stream geben zu viert. Und ja, mal gucken, wie das wird. Und Donnerstag könnte es sogar passieren, dass ich auch streame. Mal schauen. Schlaf gut, Kevin G. Und danke nochmal für den Subscribe. Ich wünsche dir noch einen schönen Restabend bzw. einen guten, erholsamen Schlaf. Und ich glaube, ich werde jetzt nochmal, was sagt ihr, die Nebenmission machen. Es sind noch zwei Stück, bevor wir die Hauptmission weiterverfolgen. Ich glaube, danach wird nichts mehr kommen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich mache jetzt hier nochmal die Nebenmission. Es ist zwar nochmal fliegen. Ach, hier den Saturn, das ist eine Komplettmission. Das hier habe ich schon abgeschlossen. Titan, Saturn. Machen wir mal den Saturn. Geht das? Nee. Dann ist es wahrscheinlich hier. SDF Ajax tanken auf der Oberfläche von Titan. Nach ihrer Luftschlacht mit der Olympus Mons erwarten sie uns hier nicht.
Das Überraschungselement ist auf unserer Seite. Greifen wir an.